Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir stehen hier vor der Philharmonie Essen und ich freue mich sehr, dass ich ein besonderes Konzert ankündigen darf. Mein Name ist Ludger Dohm, ich bin Vorsitzender der Orchesterakademie der Essener Philharmoniker und wir feiern in dieser Spielzeit, die jetzt zu Ende geht, 20-jähriges Jubiläum. Die Spielzeit war natürlich zum Schluss durch Corona geprägt und unterbrochen, aber dieses besondere Jubiläumskonzert kann jetzt im Juni stattfinden und darüber sind wir sehr glücklich. Die Essener Orchesterakademie wurde vor 20 Jahren in der Spielzeit 1999-2000 gegründet, aus Anlass des Jubiläums 100 Jahre Essener Philharmoniker. Und als sie gegründet wurde, war sie die zweite Orchesterakademie in Deutschland nach den Berliner Philharmonikern. Darauf sind wir sehr stolz. Und in den vergangenen 20 Jahren konnten wir ungefähr 170 Stipendiaten in unserer Orchesterakademie hier in Essen begrüßen und ausbilden. Die Stipendiaten werden in einem intensiven Auswahlprozess unter hunderten Bewerbern aus aller Welt professionell vom Orchester ausgewählt und verbringen ein ganzes Jahr hier in Essen. Und in diesem Jahr haben sie die Chance, sowohl im symphonischen Programm mitzuarbeiten, mitzuspielen, als auch im Operngraben ihre Profi-Erfahrung zu machen, als auch natürlich in der Begleitung der Ballette. Also ein Drei-Sparten-Programm und damit eine sehr breit gefächerte professionelle Ausbildung, die sich an die Ausbildung an der Musikhochschule anschließt. Als Trägerverein sind wir ausschließlich privatwirtschaftlich finanziert. Das heißt, es gibt keine öffentlichen Mittel, aber wir haben treue Förderer, Stiftungen, private Mäzene, Unternehmen und natürlich Mitglieder unseres Vereins, der Orchesterakademie der Essener Philharmoniker. Und vielleicht werden Sie ja auch durch dieses Konzert animiert, sich mit unserem Verein der Orchesterakademie näher zu beschäftigen und vielleicht sogar Mitglied und Förderer zu werden. Heute darf ich Ihnen dieses Jubiläumskonzert ankündigen. Es ist ganz großartig, ich durfte es live erleben und wir haben in diesem Jahr 8 Stipendiaten, die aus vielen Ländern der Welt kommen, aus Italien, Frankreich, Venezuela, Japan und der Ukraine und natürlich aus Deutschland. Und sie werden Ihnen ein tolles, abwechslungsreiches, sehr unterhaltsames Programm auf Top-Niveau bieten. Haben Sie Freude damit und bleiben Sie unserer Orchesterakademie gewogen oder werden Sie Förderer unserer Orchesterakademie. Vielen Dank und viel Spaß jetzt beim Videostream unseres Konzertes. Danke.